Immer wieder heißt es, was von der Antike noch übrig sei, das wäre der Staat, der Vatikanstadt, der Sitz der Päpste. Es heißt auch immer wieder, das Christentum habe Europa jetzt seit 2000 Jahren geprägt und so auch zu diesem Europa gemacht. In der Fachliteratur ist immer wieder zu hören, das, was die Kontinuität zwischen der Antike und dem Mittelalter ist, das wäre eben die Religion, das Christentum. Aber stimmt das auch so? Das möchte ich mit Ihnen im Folgenden überprüfen. Je größer das Römische Reich um die Zeitenwende wurde, desto mehr wurde die römische Religion auch hinterfragt. Bereits unter Kaiser Augustus, also wirklich zur Zeitenwende, schienen andere religiöse Konzepte befriedigender. Insgesamt gab es eine sehr starke Nachfrage nach einer Philosophie des Lebens, wie wir das ja auch heute immer wieder erleben. Und diese Antwort auf eine Philosophie des Lebens, das konnte der alte römische Kult nicht mehr ausreichend geben. Vor allem die Gottheiten des Orients fanden starken Zulauf im großen römischen Reich. Welche Götter hätten wir da zur Auswahl, die sehr beliebt waren? Mithras zum Beispiel. Dieser Gott aus dem Iran war ein Gott des Rechts und des Bündnisses. Wir haben Magna Mater bzw. Kybele aus Phrygien. Man würde sie heute wahrscheinlich als eine Transgender-Gottheit bezeichnen. Wir haben die Isis, die in unseren Breiten als Isis Noreia beliebt ist. Sie kam aus Ägypten, ist die Göttin der Wiedergeburt und der Magie. Und ebenfalls aus Ägypten finden wir überall im Römischen Reich Serapis. Das war der alte oberste Reichsgott Ägyptens. Und alle diese orientalischen Götter wurden nun in den Städten des Reiches verehrt. Die römische Politik erkannte zwar diesen Vertrauensschwund in die alte Religion, sie blieb allerdings religiös durchaus tolerant. Neben der Suche nach neuen religiösen Gewissheiten forschten andere nach archaischen Weisheiten. Das ist die zweite Strömung, die wir nun in dieser Zeit um Christi Geburt wahrnehmen können. So gab es eine Reihe von Geheimschriften, die sehr populär zirkulierten. Wir haben hier zum Beispiel die Schriften, die geheimen Schriften des Pythagoras. Oder des Hermes, auch Hermes Trismegistos genannt, oder Orpheus. Alle diese drei Geheimschriften zirkulierten im Römischen Reich. Diese Zusammenstellungen auf Papyrus waren voll von philosophischen Gedanken. Sie hatten Bruchstücke von Schöpfungsmythen in ihren Texten und es waren insgesamt Produkte großer religiöser Fantasie. Dieser spekulative Archaismus erlebte dann im 2. und 3. Jahrhundert seinen Höhepunkt. Im Zentrum des Interesses stand meist die Gnosis. Diese Gnosis, das ist eine Religion der Erkenntnis. Diese Erkenntnis baut sehr oft, oder diese Gnosis baut sehr oft auf jüdische Weisheitslehre auf, vereint aber durchaus auch Elemente einer Apokalyptik, kennt auch den iranischen Zoroastrismus oder auch sehr beliebt das griechische Denken. Man kann durchaus feststellen, dass diese Texte auch nach dem griechischen Denken gestaltet sind und dadurch durchaus auch eine Plausibilität erreicht haben. Es gab zahllose Ansätze zu dieser Gnosis in der römischen Kaiserzeit. Allen gemeinsam war ein Anspruch, den sie
bis heute eigentlich auch noch kennen. Das ist der Versuch oder die Bedeutung, den Menschen aus einer irdischen Knechtschaft zu befreien. Das irdische Sein wird also als etwas nicht Gutes, als etwas Negatives wahrgenommen und es gäbe eben dann danach eine Erlösung. Ziel war es, die Seele, den Geist in eine verlorene Heimat zurückzuführen. Dabei handelt es sich meist nicht um ein irdisches Reich, das man hier begründen möchte, sondern um ein überirdisches Reich. Dort dann herrscht Freiheit und zugleich auch Ruhe. Und in diesem Umfeld, das jetzt sowieso schon von verschiedenen geistigen, religiösen Strömungen geprägt war, in diesem Umfeld entsteht dann im Vorderen Orient in Palästina das Christentum. Politisch war dieses Gebiet ein römisches Klientelgebiet, religiös war es autonom und von sehr reicher Frömmigkeit. Den Zeitgenossen galt dieses aufkommende Christentum zunächst als eine ganz normale jüdische Sekte, etwas also, das man bemerkt, aber jetzt nicht so außergewöhnlich erscheint. Sueton berichtet, weil die Juden unter ihrem Anführer, einem gewissen Christos, Unruhe stifteten, warf Kaiser Claudius sie ganz einfach aus Rom hinaus. Zuvor hat schon Tacitus von den Christen im Zusammenhang mit dem Brand Roms unter Kaiser Nero berichtet. Das Judentum war in dieser Zeit schon lange keine geschlossene Religion mehr. Es gab auch keine staatliche Einheit. Palästina selbst war auch noch in verschiedene Fürstentümer aufgespalten. So wurde aus dem Volk Israel immer stärker die Gemeinde, und diese Gemeinde war im Tempel versammelt. Religionsintern tobten heftige Auseinandersetzungen um religiöse Schriften. Und neben den orthodoxen Strömungen in Palästina gab es auch noch das aufgeschlossenere hellenistische Judentum. Das ist jenes Judentum, das eben vor allem in den großen Städten über das gesamte Reich verteilt gelebt hat und dort natürlich die Religion praktiziert hat, aber eben nicht in einer orthodoxen Strömung, sondern in einer aufgeschlossenen Art und Weise. Und genau das, diese Situation, diese Gesamtsituation, also insgesamt die religiöse Situation im Römischen Reich und speziell die Aufspaltung, die Differenziertheit der jüdischen Religion, das spricht Paulus dann in einem Brief an die Galater an und das drückt er meiner Meinung nach sehr gut in einem Satz aus. Als die Fülle der Zeit kam, sandte Gott seinen Sohn.